Jubo. Oh, fuck. Jetzt so. Ich hoffe, euch geht's gut. Das ist mein zweiter Versuch. Mein scheiß Speicher gerade komplett voll war. Gucken, wie viel haben wir jetzt? Ja, sehen wir euch, wie das geht. Auf jeden Fall, heute zeige ich euch, wie man Custom Waffen Skins bekommt. Erst, was ihr machen müsst, ist auf meinen Discord kommen. Danach halt durch Archivefix runter. Wenn ihr das gelandet, kommt ihr hier rüber. Dafür runterladen. Ihr trotzdem herunterladen. Also, wenn ihr das Archivefix runtergeladen habt, nehmt ihr das. Diesen Ordner, zieht den in irgendeinen Ordner rein. Sagen wir hier, zieht den hier einfach rein. Also jetzt wisst ihr hier, gehen wir auf den Link, der unten in der Beschreibung ist, OpenIV, machen auf Download Now. Also jetzt nehmen wir OpenIV runter. Also zack, ich habe hier schon OpenIV runtergeladen gehabt. Wir gehen auf Sprache, Englisch, wir warten, machen Accept, Agree, bla bla bla, nervt nicht. Wir auf Continue, machen auf Yeah. Also wenn das fertig ist, machen wir auf Close, Open, also OP einfach. Auf Windows. Dann gehen wir auf Bros und suchen unseren GTA-Ordner. Der ist normalerweise hier entweder bei Rockstar Games oder Steam Apps kommen dann darunter. Gehen wir in GTA, Grand Theft, dann gehen wir auf Ordner auswählen. So, danach gehen wir auf Continue. Don't forget to bla bla. Den fressen. Danach gehen wir auf mit Discord. Gehen zu Custom Waffen, joinen diesem Discord. Hier seht ihr auch die Dateipfade. Entweder macht das hier oder dann im Discord selber. Auf jeden Fall geht ihr diesen Discord rein. So, dann gehen wir jetzt einmal zu AK und suchen uns irgendeinen Skin aus. Jetzt einmal den hier, drückt ihr auf Download und dann habt ihr das hier in dem Ordner. So, das sind jetzt, das ist meine AK. Habt ihr noch einen Ordner auf mit Archivefix. So, er sollte so bei euch aussehen. Einmal habt ihr hier Archivefix und einmal habt ihr jetzt hier eure AK. So, was ihr dann macht, ist, ihr geht auf OpenIV, danach geht ihr auf Update, geht ihr auf 64, geht auf DLC Packs, scrollt runter zu diesem Dateipfad. Dieser Dateipfad steht normalerweise entweder in diesen Ordnern, hier zum Beispiel Patch Day 8, gehen wir zum SMG. Da steht es auch Patch Day 8, ist aber immer ein anderes, nicht immer nur Patch Day 8. Da gehe ich jetzt dann hier, da steht Patch Day 8 bei der AK, wieder hier rein. Such Patch Day 8 hier, Patch Day 8 dann gehen. Danach gehe ich zu DLC RPF, ich gehe zu 64, gehe zu Models, CD Images und Weapons RPF. So, jetzt erkläre ich noch ein bisschen zu OpenIV. OpenIV ist eigentlich einfach nur ein Explorer, aber sowas für GTA halt. Normalerweise könnte ich in diese DLC RPF Dateien, könnte ich da gar nicht reingucken ohne halt OpenIV, weil das sind halt extra so Dateien. Also OpenIV ist einfach kurz gesagt einfach ein zweiter Explorer, sowas wie WinRAR. Aber die Sache ist mit GTA-Modding und mit GTA-Dateien, diese RPF-Dateien, wenn ich irgendwas mit dem mache, wenn ich jetzt hier was machen müsste, müsste ich die verifizieren. Dafür haben wir dieses Archivefix. So gesagt, verifizieren wir das einfach, damit das nicht dann, das einfach nicht kaputt geht. So, dann gehen wir in WinRAR rein und haben hier unseren Skin. Wir machen Edit Mode an, machen auf Ja, nehmen wir das hier, wählen das aus, werfen das hier rein. Zack, haben wir gemacht. Wir gehen zurück zu CD Images. Wir haben hier unser Archivefix offen. Wir ziehen Weapons RPF und ziehen das hier rein. So, jetzt haben wir Weapons hier drin. Jetzt ziehen wir Weapons und ziehen das in Archivefix rein. Sollte es mit Archivefix öffnen. Machen wir so. Dann solltet ihr dann stehen. Drücken wir irgendeinen Knopf. Dann nehmen wir wieder Weapons. Ziehen das wieder hier rein. Zack, gehen zurück zu Patch Day 8 NG. Nehmen DLC RPF. Ziehen das hier rein. Dann ziehen wir DLC. Ziehen wir mit Archivefix öffnen. Dann steht da dann. Dann nehmen wir wieder DLC und ziehen es wieder hier rein. Zack, fertig. Ganz einfach. So, dann gehen wir auf den besten Server auf der ganzen Welt. Und ihr sagt das nicht, so damit die nicht wieder meine Eigenwerbung löschen. Okay, wir gehen doch noch nicht auf den besten Server auf der ganzen Welt, weil wir müssen nochmal Steam öffnen. Ich fick doch. Jetzt gehen wir auf den besten Server auf der ganzen Welt. So, jetzt sind wir ingame, jetzt sehen wir hier die AK, die ich eben installiert habe. Man sieht doch, dass es funktioniert. Wenn ihr euch das Video angeguckt habt zu dem, wie man Speed boostet, guckt euch das auch noch gerne an. Ich habe meinen Discord-Server, wir haben da auch noch andere Sachen, außer jetzt Skins und so. Ja, wir sind zum nächsten. Thinking about you gone.